Die Flüchtlingspolitik, das muss man so sagen, das ist wirklich die europäische Schande. Die Europäische Union besteht aus vielen Playern sozusagen. Das Parlament hat schon 2017 einen Vorschlag gemacht, wie man diese ganzen Fragen lösen kann. Die Kommission bemüht sich. Am Ende des Tages hängt es natürlich an den Mitgliedstaaten, von denen viele nicht bereit sind, in irgendeiner Weise zur Lösung des Problems beizutragen. Ja, man muss das eine tun und das andere nicht lassen. Es ist ja absurd. Wir haben viele Städte und Gemeinden, die sich bereit erklären, Geflüchtete aufzunehmen, schon lange. Und jetzt haben wir eine akute Notsituation. Diese Städte und Gemeinden erneuern dieses Angebot. Und es wäre ja zynisch, darauf nicht zurückzugreifen. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich an einer europäischen Lösung arbeiten. Das kann Deutschland nicht alleine übernehmen. Die zuständigen Kommissare sind durch alle Mitgliedstaaten gereist, haben mit allen Regierungen gesprochen. Das Bild müsste jetzt eigentlich komplett sein. Und wir brauchen ein schnelles Handeln. Wie allerdings dieser Vorschlag aussehen wird, darüber können wir jetzt nur spekulieren. Wichtig ist aber, dass dieser ganz ungerechte Dublin-Mechanismus abgelöst werden muss, dass man im Grunde genommen die südlichen Staaten mit den Geflüchteten alleine lässt. Wir sehen, dass die Bereitschaft der Mitgliedstaaten natürlich erlahmt. Also diejenigen, die ursprünglich mal sehr solidarisch waren, die sind es jetzt punktuell. Zum Beispiel, als es um die Kinder ging, kürzlich, die aus Moria weggebracht werden sollten, da haben sich immerhin 11 Mitgliedstaaten bereit erklärt, welche aufzunehmen und auch Staaten außerhalb der Europäischen Union. Aber auf die Dauer muss Europa da eine Lösung finden. Der Schlüssel wird wahrscheinlich dort liegen, nicht mehr auf dem Verteilungsmechanismus zu beharren, also dass jedes Land aufnehmen muss, sondern dass auch Länder andere Beiträge leisten können, finanzielle oder Ähnliches. Aber da müssen wir jetzt erstmal warten, was für ein Vorschlag auf den Tisch kommt. Also die Diskussion ist ja nicht neu, die gibt es schon sehr lange. In meiner Brust schlagen da zwei Herzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auf der einen Seite ist es natürlich total unfair und auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob man den Flüchtlingen wünschen soll, in solche Staaten wie Ungarn und Polen gebracht zu werden, wo Regierungen herrschen, die wirklich menschenfeindlich agieren, nicht nur gegenüber Geflüchteten, sondern auch zum Teil gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung, wenn es sich um Minderheiten handelt. Also wenn man Aufgaben verteilt, dann muss es so sein, dass die auch wirklich zur Kasse gebeten werden in irgendeiner Form. Also es darf nicht so sein, dass die sich ausruhen und die anderen im Grunde genommen die Probleme schultern. Also wenn, dann müssen auch wirklich ordentliche Aufgaben verteilt werden. Aber das ist, wie gesagt, noch sehr lange hin.